Leute, ja, er wurde wirklich beschlagnahmt, safe und so. Die geben Gas mit 120 Leute. So gehen so um denen und sagen sie Sweat und Safe Stopp. Leute, Sweat und Safe lachen sich weg, sagen schon, was sie essen. Safe hat den Polizist geduzt und deswegen bekommt er eine Anzeige. Die Polizisten denken jetzt so irgendwie, jetzt waren die gewalttätig. 3-4 Streifenwagen kommen noch auf Autobahn. Polizist schnappt ihn so sein Handy aus der Hand. Dann, du kannst mal mit 3 Nummern einen Blick in einen Raum gebracht. Personalien genommen, Anzeige gegen Polizist. Was geht ab? Ich bin Skerr und willkommen auf meinem Kanal. Leute, mein neues Video, Freunde. Leute, ihr seht schon im Titel, das ist eine Real-Story. Leute, unser AMG wurde beschlagnahmt, wie im Titel oder unser Auto. Leute, ja, er wurde wirklich beschlagnahmt vor einem Monat. Leute, ich wollte einfach kein Video dazu machen, aber dann dachte ich mir so, komm, ich mach's einfach. Und Leute, bevor das Video beginnt, wie findet ihr diesen Skaffee, Leute? Oh, den habe ich heute bekommen. Ja, danke an Bruder, mein Bruder Safe. Jetzt schaut auf den Skaff, Freunde. Jetzt reden wir mal Klartext. Leute, safe und zu. Ich war nicht dabei, mir wurde alles perfekt erzählt. Ich habe mich sogar jetzt gerade davon noch angerufen, was alles so passiert. So richtig hat er mir zum Detail hat er mir das erklärt. Freunde, safe und zu hat einen Feierabend. Zu sagt zu safe, komm doch mal nach Hauptbahnhof. Safe sagt, nein, man, lass mal nicht nach Hauptbahnhof. Das ist doch, komm, wir gehen da was essen. Das war was ein Zu schuld, Leute, aber ist ja auch egal, ja. Leute, safe fährt dahin, Hauptbahnhof. Dann die fahren so am Hauptbahnhof herum. Dann so, komm, Alter, doch kein Bock jetzt hier, Hauptbahnhof was zu essen. Zu sagt und safe sagen, ja komm, wir gehen dann hier bei uns das Shisha-Bahn essen und die wollten da halt Pfeife rauchen. Wir wollten Pfeife rauchen gehen, fahren da hin, gucken, drehen so da und gucken, wer da ist. Safe like, boah, nein, Mann, das ist voll lassen. Dann wollten die aber wirklich was essen gehen zum Hauptbahnhof. Leute, also die sind dann hoch zur Shisha-Bahn gefahren, nach Wasserturm, die sich in Essen auskennen. Also die in Essen wohnen, schöne Grüße auf jeden Fall an euch. Die fahren hoch nach Wasserturm, drehen da und gucken da. Ob da voll ist oder nicht voll ist. Leute, danach, die haben sich ja kommen, egal. Und Leute, da ist eine Kirche. Da haben Polizisten. Safe und Suet sehen die natürlich nicht. Fahren an einer Ampel. Ein Mini Cooper S, Freund, ist vor Safe. Also vor Safe und Suet. Safe gibt so ein bisschen Gas, so bis 60 oder bis 55 so. Und Leute, die Polizisten dachten, er plappert erst bei 80. Und dann dachten die, der ist so schnell gefahren. Aber ein AMG plappert ja schon so bei 30 km/h schon. Wenn man so ein bisschen drückt. Die Fahrschau Plus. Okay, Freunde, kann man verstehen. Bußgeld, kein Problem. Aber Leute, hat der Mini Cooper S vor den Jungs was Falsches gemacht. So links, da links ist eine Autobahn und dann ist der reingefahren. So hat der Dummkopf, aber egal. Leute, das ist ein Schicksal. So sagt, ey, safe, nimm die Autobahn, dann kommen wir schneller zum Hauptbahnhof. Er nimmt Dings. Safe beschleunigt so ein bisschen. Ist zwar Geld, Freunde, aber besser als dass das Auto beschlagnahmt wird. Leute, die fahren. Die hatten den Mini Cooper S mit Blaulicht an. Sweat sagt, oh, Dings. Die haben den angehalten. Hör zu, Freunde. Safe, gib ein bisschen Gas. Du musst dann, wenn man so runter geht, dann ein bisschen auf linke Spur und dann Vollgas geben. Einmal die. Was heißt Vollgas? Weil er hat von 60 auf 80 beschleunigt. Polizei. Kommt so, Freunde, die halten den Mini Cooper. Sagen zu dem Mini Cooper S. Tschüss, egal, keine Dings. Also zu dir sagen, hier, keine Kontrolle bei dir. Die geben Gas mit 120 Leute. So gehen so um denen und sagen zu Sweat und Safe, stopp. Sweat und Safe lachen sich tot und denken so, ja komm, Bußgeld. Ist, okay, ist zwar Geld, Freunde, aber besser als hier das Auto beschlagnahmt wird. Fahren. Die fahren den Polizisten 1-2 Kilometer hinterher. Rechts stehen und da hinten steht der immer so, bitte voll. Leute. Sweat und Safe lachen sich weg, sagen schon, was sie essen. Ja, Leute, waren zwar auszubildende Polizisten. Ich will nicht sagen, davon, aber das waren sehr fiese Polizisten. Und es war so ein sehr, sehr schlimmer. Aussteigen, Motor aus. Die Polizisten, ich bin gerade der Polizist. Guten Tag, einmal zum Fahrzeugschein und Führerschein. Motor aus, aussteigen. Beide. Ich sag, warum? Ich steig aus meinem Auto nicht aus. Ja, ihr Auto ist damit vorläufig beschlagnahmt. Und Safe und Sweat rasten aus, Freunde. Sagen, wie Auto wird beschlagnahmt? Die haben keine Gründe. Polizist sagt Fehlzündung. Safe, hör zu, Freunde. Safe sagt zu den Polizisten, wie sie du schleppst jetzt mein Auto ab. Ich lasse dich mein Auto nicht abschleppen. Der Polizist sagt, ich schreibe dir jetzt eine Anzeige auf wegen Duzen. Safe hat den Polizist geduzt und deswegen bekommt er eine Anzeige, Freunde. Er hat ihn geduzt.
Safe rastet aus. Auto beschlagt am ADAC kommt. Safe ruft seinen Kollegen, sein Kollege kommt. Die Polizisten denken so irgendwie, jetzt waren die gewalttätig. 3, 4 Streifwagen kommen noch auf Autobahn. Autobahn fast komplett abgesperrt. So, Freunde, Auto abgeschleppt. Dings, der Kollege von Safe sagt, ja komm, ich fahre nach Hause. Geh nach Hause. Fragen wir Safe so, nein, ich kann das nicht bringen. Ah, Leute, ich habe mal was vergessen. Safe wollte halt die Dienstnummer von, man kann die Dienstnummer von den Polizisten aufschreiben oder abfotografieren. Safe fotografiert aus Versehen das Gesicht des Polizisten. Polizist schnappt ihm so sein Handy aus der Hand und sagt, was soll das? Sie fotografieren mich, das geht so nicht. Ich so, bitte geben Sie mein Handy zurück. Der so, nein, das wird dann auch festgestellt, weil sie mich fotografiert haben und das wird gelöscht. Sie so, okay, ich lösche es, tut mir leid. Nein, das Handy ist weg. Sie so, okay. Allerdings, der Kollege so, komm, beruhig dich, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Wir gehen nach Hause. Mein Bruder Big kommt runter und sagt, komm, wir gehen jetzt kurz zur Polizei machen und holen dein Handy ab. Die wollen das Handy holen. Und der Polizist so, hier, unterschreib das mal. Und sie werft so den Polizisten in die Fresse. Also in die Fresse, so Körper. Also, ich unterschreibe das nicht. Tschüss, gib sie mir mein Handy. Also, Leute, ist klar, dass man das Safe so sauer ist, Leute, weil dein Handy abgenommen wurde und sein Auto. Das geht nicht. Leute, er sagt direkt so, ja, wieso soll das? Mein Bruder Biki, Leute, der sagt zu Safe, du Vogel, und geht raus zur Tür. 5, 6 Bullen packt mein Bruder Biki. Und sagen, du hast mal mit 3 Nummern Big in einen Raum gebracht, Personalien genommen, Anzeige wegen Beleidigung, Safe bekommt eine Anzeige wegen Duzen, Sweat rastet komplett aus, hat dein Handy zum Glück noch versteckt, und wer sagt auch komplett weg. Leute, zum Glück war unser Auto durch 3-4 Monate weg, weil ich kenne Leute, die bei denen waren wirklich 3-4 Monate weg. Die Polizei, Freunde, ist momentan nur AMG-Jagd und M-Jagd und S-Line-Jagd, die jagen auf. Die wollen auf jeden Fall nur diese AMG-SM-Pakets und so aus Verkehr ziehen. Leute, Safe und Sweat rasten aus. Was soll das? 5 Uhr nachts ist es, Leute, ich werde wach. Auto beschlagnahmt auf einmal, Freunde. Wir haben es zum Glück nach 5 Tagen bekommen, wegen Anwalt, weil es der Anwalt geklärt hat. Auf jeden Fall Ehrenmann, der Anwalt. Leute, ist einfach krass. Die Polizisten, Leute, ich weiß, ob es Neid war. Weil Leute, die waren im Alter wie von Safe, die haben wirklich gegönnt, dass Safe so ein Auto wird oder sowas machen kann, dass er nachts was essen gehen kann oder so. Einfach nach Arbeit. Leute, das ist echt krass, ohne Spaß, dass die Polizei es einfach nicht gegönnt haben. Das waren so 2 Auszubildende, die hatten keinen, die hatten einen Stern, Leute. Einer hatte einen Stern, einer hat gar keinen Stern. Egal, kommt es auch darauf an. Leute, einfach krass, wie dreist die Polizisten waren. Es gibt echt nette Polizisten, aber gibt's einfach die Schlimmsten noch, ohne Spaß. Das ist einfach krass. Leute, ich würde sagen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und Leute, ich danke euch auf jeden Fall für meinen zweiten Kanal, weil Leute, hier 11.000 Aufrufe in einem Tag. Gib mal Supporter-Code ein, Kerem MGA. Leider hier nur 7.000 Klicks in einer Woche, obwohl das hier in einem zweiten Kanal einen Tag 7.000 Klicks hat, weiß ich nicht warum. Check ich dich. Egal, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und ja.